Hier ist eine komplexe Zahl z gegeben mit einem Realteil und einem Imaginärteil. Wir suchen den Radius, wir suchen den Winkel zwischen minus Pi und Pi. Eine Möglichkeit ist, das in die gaußsche Zahlenebene einzutragen. Realteil nach rechts, Imaginärteil nach oben. Das hier ist also die gaußsche Zahlenebene. Der Realteil ist negativ, minus 1/2, also müssen wir den nach links abtragen. Hier wäre also die minus 1 und hier wäre die minus 1/2. Wurzel 3/2 i wird dann nach oben abgetragen. Wurzel 3/2 ist dann vielleicht so, ja, 1,7, davon die Hälfte, sind wir ungefähr hier. Das hier wäre also die komplexe Zahl, die wir hier hätten. Und der Wert, den ich hier habe, ist Wurzel 3/2. Ja, der Winkel, der dazu passt, das sind 60 Grad. Das hier sind nochmal 60 Grad. Wir sind also bei 120 Grad. 120 Grad kann man eben auch sagen, das ist Pi Drittel und nochmal Pi Drittel sind 2 Pi Drittel. Wir haben also einen Winkel von 2 Pi Drittel. Ja, ist kleiner als Pi, also wir dürften maximal bis 180 Grad gehen. Wir sind aber hier bei 120 Grad, also 2 mal 60 Grad. Das hier sind 60 Grad, das hier sind 60 Grad. 60 Grad entsprechend Pi Drittel, also 2 mal Pi Drittel. Ja, und bis Pi könnten wir gehen. Ja, den Radius kann man nach Pythagoras ausrechnen, ganz allgemein. Wenn z gleich a plus ib ist, dann ist der Radius die Wurzel aus a² plus b². Sinnvoll ist, die 1/2 rauszuholen. Dann habe ich die Wurzel aus 1² plus Wurzel 3 zum Quadrat. Und das ist gerade 1/2 mal Wurzel 1 plus 3. Und die Wurzel aus 4 ist 2. Die 2 kürzen sich weg. Der Radius ist 1. So, wir müssen also hier 1 eintragen. Und 2 Drittel. Dabei aber nicht aufgepasst. Das Pi steht bereits hier hinten. Das heißt, wir sollen nur 2 Drittel eintragen und nicht Pi. So kann man natürlich auch durch die Klausur durchfallen. So, ich fasse nochmal zusammen. Eine Möglichkeit ist also, die komplexe Zahl z in der gaußschen Zahlenebene einzutragen. Dazu gehen wir 1/2 nach links und Wurzel 3/2 nach oben. Ja, dazu kann man natürlich noch gucken, wo der Cosinus und Sinus von Wurzel herkommt. Wenn ich also ein Dreieck betrachte und dieses Dreieck ist gleichseitig und sieht so aus, dann kann ich sagen, dass dieser Winkel und dieser Winkel und dieser Winkel jeweils 60 Grad ist, Winkelsumme im Dreieck. 60 Grad ist Pi Drittel. Da die Kantenlänge 1 ist, ist die Kantenlänge hier 1/2 und hier 1/2, wenn ich die Grundlinie halbiere. Wenn das hier h ist, kann ich sagen, dass h² plus 1/2 zum Quadrat gleich 1 Quadrat ist. 1 minus 1/4 gibt also dann h² ist gerade 3/4 und h ist Wurzel 3/2. Damit kann man eben schließen, dass der Cosinus von Pi Drittel die Ankathete durch die Hypotenuse ist. Das ist gerade 1/2 und dass der Sinus von Pi Drittel die Gegenkathete durch die Hypotenuse ist, also h durch 1, und das ist Wurzel 3/2. Dann kann man noch den Tangens von Pi Drittel hinschreiben. Das ist dann natürlich die Gegenkathete durch die Ankathete. Das ist also h dividiert durch 1/2 und das ist dann die Wurzel 3. Und das können wir hier natürlich auch ausprobieren. Wir können hier den Imaginärteil durch den Realteil teilen und haben Wurzel 3 über. Oder wir können hier eben sofort 1/2 und Wurzel 3/2 entdecken und können daraus schließen, dass wir einen 60-Grad-Winkel haben. So, also den Radius mit Pythagoras, den Winkel zum Beispiel durch Ablesen in der gaußschen Zahlenebene oder eben durch den Arcus Tangens. Wenn ich den Arcus Tangens ganz allgemein bemühe, dann kann ich sagen, das ist der Arcus Tangens von B zu A
Und das gilt, wenn der Realteil größer als 0 ist. Und dann kann ich sagen, dass hier plus minus pi, wenn der Realteil kleiner als 0 ist. Deswegen muss man mit dem Arcus Tangens ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen empfehle ich das Ding lieber in die gaußsche Zahlenebene einzutragen. Dann muss man da keine Überlegungen anstellen mit dem Pi, ob man das addieren muss oder abziehen muss. Dann sieht man den Winkel. Und wie gesagt, es handelt sich hier um diesen Winkel hier. Und dieser Winkel ist 120 Grad. Ja, das wär's.